Mein erstes Spiel in der Bundesliga bin ich endlich meinem Traum ganz nahe gekommen. Ich war plötzlich auf der Bühne als junger Spieler in die Bundesliga rein, bin eingewechselt worden nach 60 Minuten, total nervös, Stadion voll, 1-1 und mache in der 89. Minute das 2-1, den Siegtreffer. Und plötzlich denke ich, okay, hier bin ich. Ja, mein Name ist Freddy Bobic, ich bin aktuell 47 Jahre alt, bin Vorstand bei Eintracht Frankfurt in einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft. War ehemaliger Fußballer und Stürmer der Fußball-deutschen Nationalmannschaft. Habe bei sehr vielen Vereinen gespielt, in England gespielt, in Kroatien kurz am Ende meiner Karriere gespielt und ja, freue mich, im Fußball weiterarbeiten zu können. Persönlich habe ich noch zwei Töchter, bin verheiratet und das sollte man wissen. Es gibt so viele Highlights, die man sicherlich irgendwo immer erzählen kann, ob das große Titel sind, Trophäen, die man gewonnen hat. Was auch für einen jungen Spieler was Außergewöhnliches war, du kommst in die Bundesliga irgendwann und bist Bundesliga-Torschützenkönig. Mit diesen großen Namen aus der Vergangenheit wirst du genannt, dass du das auch geschafft hast. Das sind dann schon, ist ein ganz großes Highlight. Du musst dich auch mit anderen Menschen gut auseinandersetzen, um zusammen ein Ziel zu erreichen. Da brauchst du Disziplin dazu auch und auch eine Hingabe, eine Leidenschaft für den Sport. Und das sind die Tugenden, die den Teamsport insgesamt auch ausmachen. Da ist der Fußball natürlich perfekt dafür. Und das hat mir schon sehr, sehr viel gegeben. Ja, das hat mir viel gegeben, auch den Respekt untereinander zu haben auch. Auf deine Mitspieler einzugehen, dass du dich durchsetzt in einer Mannschaft, aber dann genauso gegen deine Gegner. Es sind so viele Faktoren, die einfach der Sport dir mitgibt. Ja, ich bin in 2011 gefragt worden, ob ich die Schirmherrschaft gerne für Kick for More übernehmen würde. Das ist ein Projekt, das an den deutschen Schulen stattfindet, aber auch weltweit stattfindet. Aber ich bin jetzt gerade in Deutschland dafür zuständig. Sehr viele Kinder natürlich mit Migrationshintergrund an den Schulen, über den Fußball. Brücken am Ende des Tages auch bauen, Selbstvertrauen gewinnen, die Werte des Mannschaftssports auch kennenlernen, ein Turnier selber organisieren müssen. Ist ein sehr spannendes Projekt. Es macht unheimlich viel Spaß und ist schon sehr viel Positives daraus auch entstanden. Eigentlich ist es genau mein Leben, das ich in der Jugend gehabt habe. Ich war auf dem Bolzplatz, mussten uns selber organisieren, haben selber Fußball gespielt, bin selber Migrationskind. Mein Vater ist Slowene, meine Mutter Kroatin und bin in Deutschland so aufgewachsen. Was bedeutet der Sport für dich? Was bedeutet er für die Gruppe? Und da verstehe ich mich natürlich auch als Mentor mit den Kindern zusammen, mit den Jugendlichen zusammen, die dann irgendwann erwachsen werden. Und den einen oder anderen sehe ich jetzt über die Jahre hinweg und der ist im Berufsleben angekommen. Es sind so viele Themen dabei, die einfach das, was der Fußball oder was insgesamt der Teamsport auch ausmacht, diese Brücken zu bauen und auch zu verbinden, sehe ich jeden Tag in der Kabine bei mir, bei den Profis. Und die sehe ich aber auch genau hier bei diesen Projekten und deswegen macht es auch Sinn. Ja, mir ging es vor allem um das Projekt. Wo soll ich denn dabei sein? Als ich dieses Projekt gesehen habe, habe ich gesagt, das passt zu mir. Weil es im Endeffekt auch das beinhaltet, wie ich groß geworden bin. Und war für mich eigentlich dann ganz einfach. Ich mache genau das und gebe meine Erfahrungen weiter an Kindern, im Endeffekt, die in der gleichen Situation waren wie ich. Und dadurch, dass ich selber Vater von zwei Töchtern bin, ist es natürlich auch naheliegend, aber man kann auch was zurückgeben. Ja, und das ist einfach das, wo ich gar keine Kopfschmerzen drüber habe, sondern einfach nur eine Freude habe, dabei zu sein und mal abzuschalten von dieser Scheinwelt großen Fußball in die reale Welt. Ja. IBC ist ein sehr bekanntes Unternehmen, weltweit großes Unternehmen, das nicht nur tolle Uhren macht, ja, sondern einfach auch was für die Gemeinschaft zurückgeben möchte. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Es ist nicht nur einfach ein, wir machen einmal, sondern wir machen es wirklich konsequent und über Jahre hinweg. Ja. Weil es geht um die Kids am Ende des Tages, dass wir nicht die ganze Welt retten, aber wir werden sehr vieles Gutes tun. Und wir können unheimlich den Kindern auch eine Chance geben und eine Vision und eine Perspektive geben für die Zukunft. Deswegen schaut, was ihr machen könnt und spendet, jeder Euro zählt. Dankeschön.